Die Erdnuss. Ja, die Erdnuss wächst wunderschön hier im Haus. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Sie hat ein wunderschönes dunkles Grün. Ob das so bleibt oder nicht, werden wir im Laufe der Zeit sehen. Aber es ist doch wunderschön anzusehen, dass sie relativ gedrungen wächst. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, die würde jetzt langstielig schießen wie verrückt. Aber es sieht ganz gut aus mit der Erdnuss. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Tamarinde an. Die haben wir jetzt hier. Sie öffnet sich jetzt. Das heißt, die ersten Blätter kommen jetzt herausgewachsen aus den Keimblättern in dem Sinne oder als Nachschub von den Keimblättern in dem Sinne. In dem Sinne. So, auf einmal geht es nicht so gut. Hier sehen wir jetzt den Snatch. Weißt Bescheid? Sieht mega cool aus. Also es ist so schön, dass das so einfach funktioniert mit den Tamarinden in der Zebertütenmethode. Oh, ist schon cool. Okay, die sind jetzt noch relativ hell, da sie halt jetzt gerade erst herausschlüpfen. Also jetzt sieht man leichtes Grün, aber eigentlich ist es ein, ja, dunkles Gelb, sag ich mal, ne? Die Kamera lügt mal wieder. Okay, das nehmen wir jetzt mal so am Anfang mit im Reich der Pflanzen. Es ist so mega cool. Es macht so viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ich habe eine hammerharte Nacht hinter mir. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 11 Uhr. Bin gerade aufgestanden, ja, von einer halben Stunde. So schaut der Groot jetzt aus nach seiner Frisur. Die Haare wachsen wieder nach. Das ist auch schon schön anzusehen, ne? So, jetzt hat sich allerdings gezeigt bei der Erdnuss. Das ist jetzt eine Pflanze von denen, die wir ausgesät haben. Wir haben ja noch zwei oder drei, die noch am Keimen sind. Die zeige ich euch gleich mal im Vergleich zu der Pflanze hier. Denn auch dort gibt es einen Unterschied zu sehen. Also nicht jeder Samen keimt gleich in dem Sinne. Das zeige ich euch, damit ihr das auch mitnehmen könnt. Nicht, dass euch wundert, warum eure Erdnusspflanzen plötzlich anders aussehen als diese eine hier, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ja, wir werden einige Updates heute machen, weil es für mich am einfachsten ist, jetzt da einzusteigen in dem Sinne. Und von daher würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Und als allererstes zeige ich euch mal das Weizengras. Nicht das hier auf dem Kopf von dem Groot, sondern das Weizengras, das wir in der Schüssel ausgesät haben. Denn das muss ich heute verfüttern. Und von daher zeige ich euch das nochmal ganz kurz, wie das jetzt ausschaut. Im grünen Gras. Das schaut so genial aus. Jetzt guckt ihr das mal an. Das hatten wir ausgesät hier in Kokoserde und dazu soll erwähnt sein in ungedüngte Kokoserde. Also ich habe sie so, wie ich sie gekauft habe, im Block aufgequollen und dann die Erde hier reingepackt, ausgesät, leicht abgedeckt und das war's gewesen. Kräftig angegossen, ganz klarer Fall. Und dann haben wir sie einmal, nachdem sie anfingen zu keimen, als die Sprösslinge herauskommen, eingesprüht, damit die oberste Schicht wieder nach unten sackt. Und von daher war es das gewesen. Mehr haben wir nicht gemacht bisher. Und das hat wunderbar funktioniert. Also brauchst dann theoretisch dann in der Verfahrensweise nicht mehr gießen, gar nichts mehr. Sie wachsen bis hierhin und dann werden sie abgeerntet. Das sieht auch so cool aus, oder? Das ist mega cool. Diesmal haben wir einen richtig dichten Teppich, weil wir sie abgedeckt haben. Wir hatten ja einen Versuch gemacht bei dem Groot. Dort waren die Samen nicht abgedeckt. Ich hatte vorher auch eine Schüsselbleche ausgesät gehabt und auch die hatte ich nicht abgedeckt. Und dort sind sie unregelmäßig gekeimt, nur so ab und zu mal ein. Und dann hatten wir nicht so einen schönen dichten Wald in dem Sinne wie jetzt. Also mit Abdeckung geht das wesentlich einfacher und die Samen keimen dementsprechend viel, viel besser. So, ganz kurz nochmal herzlichen Glückwunsch, Sturmzeit. Weißt Bescheid? Ich habe es nicht geschafft, in die Kommentare zu schreiben. Echt, ich habe Schmerzen gehabt ohne Ende. Ich habe mir heute Nacht nochmal, ich bin um 2:30 oder 3 bin ich wach geworden, habe mir den Clip nochmal angeguckt, den du kurz da gedreht hast draußen mit deinem süßen Hund und dachte ich mir, komm, jetzt schreibst du mal was. Aber Alter, ich konnte nicht. Es ging nicht. Ich konnte nichts machen, gar nichts mehr. Und ich bin herumgegangen wie ein Irrer. So, das ganz kurz dazu. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag nachträglich. Denn dein Geburtstag war ja gestern. Okay, ich habe es nicht vergessen, nur ich konnte es irgendwie nicht. Tut mir leid. So, by the way, it is so it is. Dann schauen wir jetzt auch ein paar andere Sachen an. Und ich werde das gleich abernten hier und dem Meerschweinchen zu fressen geben. Ach, das ist so geil, oder? Grünes Futter im Haus für die Tierchen. Oder aber auch für dich selber, ne? Denn Weizengras, Weizengrassaft, ne? Kennst du? Ja, auch das ist durchaus möglich dann. Und du weißt auch, ne, wo die Pflanzen halt gewachsen sind. So. Mega coole Sache, dass das so einfach funktioniert. Okay, weiter geht's. Ja, das ist wunderbar geklappt. Jetzt werden wir zusammen nochmal eine Aussaat machen von dem Weizengras. Dazu soll gesagt sein, ganz kurz zur Keimung. Am besten richtig warm stellen. Ich habe es direkt an Heizung gestellt. Also das geht dann ratzfatz, das geht dann innerhalb von 2, 3 Tagen. Ist am einfachsten, weil es dann, wie gesagt, wirklich schnell keimt. Von daher, auch den Groot, den hatte ich tatsächlich sogar auf der Heizung stehen. Das stand ja in diesem Untersetzer drin mit ein bisschen Vulkan.
Ja, Vulkatechnik, sondern Lava-Granulat hatten wir drauf. Hier packen wir jetzt etwa 3 cm Substrat rein. Und der stand tatsächlich auf der Heizung. Und auch dort hat das funktioniert. Ne? Okay, also richtig schön warm, damit sie recht schnell keimen. So, Schimmelbildung. Wir schauen das Ganze gleich nochmal an. Ich habe gerade schon ein bisschen verfüttert, ob dort Schimmelbildung jetzt zu sehen ist. Also bisher war es so gewesen, dass die Teile, die kaputt waren von den Samen, ne, das sind ja auch gebrochene Teile bei im Prinzip manchmal, die fangen dann nach ein paar Tagen an zu schimmeln. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist das eigentlich nicht so das Problem. So, dann packen wir jetzt die Samen direkt hier drauf. Muss ich mal die linke Hand zur Hand nehmen, weil die rechte ist jetzt dreckig. So, das sehen wir jetzt richtig schön dicht hier drauf. Ne? Also da sind wir richtig großzügig, da sparen wir an nichts, denn wie gesagt, jeder Samen ergibt einen schönen, kräftigen Halm und dementsprechend wollen wir auch nichts verschwenden an Platz hier und von daher also richtig schön dicht das Ganze aussehen. So, nachdem wir das ausgesät haben, werden wir das Ganze gleich abdecken. Also ich mache das mal eben just zu Ende hier. Nachdem wir die Samen aufgebracht haben, das Ganze jetzt andrücken, damit wir hier eine gleichmäßige Schicht bekommen in dem Sinne, ne, weil es ja ein bisschen uneben und vorher können wir das jetzt schön glatt platt drücken in dem Sinne, dass wir also überall das einigermaßen gleich hoch haben. Es ist schon eine coole Sache, das Weizengras tatsächlich im Haus auch auszusehen. Okay, bei uns steht es noch unter Zusatzbeleuchtung, weil es einfacher funktioniert, nicht wahr? Umso mehr Licht eine Pflanze bekommt, umso besser wächst sie natürlich auch. Ne? Von daher handhaben wir das so, weil wir die Möglichkeit haben. Es geht allerdings auch am Fenster, nur bei dieser Jahreszeit ist es ein bisschen blöd, ne? Weil es ist ja ständig nur dunkel. Ist nicht so schön, ne? Aber ist halt so gegeben. Okay, so, das Ganze decken wir jetzt etwa 1 cm ab. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach mit dieser Erde, weil die etwas nass ist. Feucht in dem Sinne, nass ist noch nicht richtig. Aber das, mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin, dass das gleichmäßig verteilt ist. Es braucht nicht, wie gesagt, nicht dick abgedeckt sein. So 1 cm ist vollkommen ausreichend, aber das ist doch notwendig, um eine gleichmäßige Keimung zu erzielen. Denn ansonsten bleiben viele Samen auf der Oberfläche liegen, die dann dementsprechend gar nicht keimen oder viel später keimen. Und das ist dann nicht so von Vorteil. Von daher gleichmäßig abdecken das Ganze. Das ist dann, wie gesagt, jetzt haben wir es schön gerade gezogen vorher und dementsprechend können wir es auch gleichmäßig abdecken. Ne? Das ist also dann doch von Vorteil auch. So, meine Lieben, das war es hier auch schon. Wir werden das gleich nochmal andrücken. So. Das Ganze drücken wir jetzt vorsichtig nochmal an hier. Und dann werden wir es gleich angießen. Ach, das ist so schön. So eine coole Sache, ehrlich. Und jetzt warten wir etwa eine Woche bis anderthalb Wochen, dann ist das Ganze essbereit in dem Sinne, ne? Also erntefähig. So, und in der Regel kann man es dann noch ein zweites Mal ernten. Also bei uns hat das bisher immer ganz gut geklappt. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten, Schimmel, ne? Schimmel darf sich nicht bilden. Wenn das gegeben ist, dann doch lieber wegschmeißen, ne? Weil Schimmel ist auch für Tiere nicht bekömmlich und von daher. So, das Ganze wird kräftig angegossen jetzt, also wirklich kräftig, wird richtig schön nass gemacht. Und dann warten wir darauf, dass es keimt. Wie gesagt, es wird warm gestellt, umso wärmer, umso besser. Dann keimen sie recht schnell. Ne? Das sollte man berücksichtigen. Dann liegen die Samen auch nicht so lange planlos in der Erde, auf gut Deutsch gesagt. So, das war's. Brauchen es nicht abdecken oder so. Wir warten jetzt einfach nur, dass sie keimen. So ein kräftiges Grün. Was auch zur Ernte ist eigentlich relativ einfach. Wir packen uns einfach hier so ein Büschel um die Finger rum, so dass das richtig an den Fingern festhält. Und dann schneiden wir das ganz einfach mit der Schere ab. So, ich lege das mal kurz an die Seite. Es ist relativ einfach. Da braucht man auf nichts zu achten oder dergleichen. Nur halt, dass man die Stummel nicht mit abschneidet hier, weil dann fällt das alles runter ins Substrat hinein und das fängt dann natürlich irgendwann an zu schimmeln, logischerweise. Das ist nun mal so, das ist ein organischer Bestandteil. Von daher müssen wir das schön festhalten hier mit den Fingern, können das abschneiden. Ach, das ist so genial. Und die freuen sich, die Meerschweinchen, ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. So, das kurz zur Ernte und dann schauen wir uns jetzt mal den Boden an. Der ist nämlich jetzt offen, den können wir jetzt betrachten. So schaut es jetzt auf dem Grund aus. Ich sehe gerade, hier ist was runtergefallen. Pass mal auf. Das mache ich auf jeden Fall weg, damit sich hier kein Schimmel ausbilden kann. Da das doch sehr dicht gewachsen ist. Da haben wir so ein feuchtwarmes Klima und dann kann sich ganz schnell Schimmel bilden. Hier sieht man auch so einen ganz leichten Flaum. Wo bin ich denn da? Hier rüber gehen. Da. Hier sieht man das. So einen ganz leichten weißen Flaum. Ne? Das ist aber noch okay. Das ist noch nicht so tragisch. Jetzt ist natürlich darauf zu achten, dass man das Ganze dann dementsprechend so handhabt, dass es nicht doller wird. Das heißt also, wir werden das einsprühen. In der Regel reicht das dann vollkommen aus, wenn man das einsprüht, aber soweit ist das hier noch okay. Ne? In der Regel sagt man sowieso, einmal abernten, wegschmeißen, okay. Wenn du das zweite Mal das zur Ernte bringen willst, dann musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das kann ganz schnell an wirklich fangen zu schimmeln in dem Sinne, von daher, ne?
kräftig einsprühen und in der Regel ist dann gut. Dann kannst du auch ein zweites Mal ernten. Also bei uns klappt das auf jeden Fall. Das ist schon mal okay. Man sieht, das Erdreich ist immer noch feucht, also nicht mehr nass, aber auch nicht trocken. Von daher werde ich jetzt noch nicht gießen, sondern wie gesagt, wenn das einsprühen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und das machen wir auch mal. Die Oberfläche wird jetzt vorsichtig eingesprüht. Also es ist doch ratsam dann auf jeden Fall, ne? Dann kann man das Ganze tatsächlich, ja, sauber halten in dem Sinne. Wenn man so alle zwei Tage macht, dann ist das okay. Aber wie gesagt, in der Regel erntet man das einmal ab, schmeißt es weg, macht was Neues in dem Sinne oder hat es vorher schon gemacht. Und ansonsten kann man sich aber so behelfen. Das müsst ihr einfach selber mal ausprobieren. Das ist also durchaus möglich, um den Schimmelbefall dann dementsprechend, ja, zu reduzieren, in Grenzen zu halten, damit dort also nichts an den Grashalmen passiert. Okay. Ganz kurz noch erwähnt, damit wir das auch zusammenfassend haben. Hier sprühen wir nichts ein. Das lassen wir so, wie es ist. Das haben wir auch nie eingesprüht, sondern einfach wachsen lassen. Auch das ganz wichtig, ne? Denn ansonsten, wenn es immer feucht hältst, immer einsprühst, dann entwickelt sich ganz schnell Schimmel, insbesondere im Wohnraum. Von daher, ne, wir hatten es damals angelegt, das Ganze angegossen und dann einmal kurz sauber gespült, als es anfing zu keimen, damit die Keimlinge richtig herauskommen aus dem Substrat und dann nicht mehr gegossen, ne? Sondern einfach wachsen lassen. Auch das ganz wichtig, kurz mal zu erwähnen. Denn umso mehr man sprüht, nicht wahr? Umso feuchter ist das Ganze und von daher nicht so optimal dann. Und wenn nur ausreichend Feuchtigkeit drin ist im Substrat, dann ist das also, ja, ich sag's mal so, erste Sahne in dem Sinne. Im Reich der Pflanzen, das ist so schön anzusehen, so ein wunderschönes Grün im Haus dementsprechend zum Verfüttern. So, jetzt hat er ja kurz gesagt, gerade einsprühen, ne, nachdem man das ein bisschen abgeerntet hat, damit der Schimmel sich nicht weiter ausbreiten kann. Mit reinem Wasser funktioniert das tatsächlich, da kannst du dir also wirklich mit helfen. Okay, jetzt werden wir aber wahrscheinlich das Ganze bis heute Abend komplett abgeerntet haben und dann gießen wir das Ganze kräftig, wie das richtig schön nass ist und lassen es dann wieder herauswachsen und sprühen jetzt nicht jeden Tag ein. Ne? Also nicht, dass du jeden Tag jetzt das Ding hier nass machst, weil die Feuchtigkeit hält sich auch sehr lange an den Halmen und innen drin. Ne? Dann kann das auch wieder kontraproduktiv sein. Von daher abernten, kräftig angießen mit reinem Wasser ist das dann auch okay. Und das werden wir jetzt auch weiter verfolgen in dem Sinne. Wenn ich es nochmal abernte, zeige ich euch dann, wie es dann aussieht in dem Sinne. Und ich denke mal, in 3 Tagen... spätestens in 4 Tagen können wir das zweite Mal abernten und wie das dann ausschaut, das zeige ich euch dann dementsprechend, damit ihr das auch mitnehmen könnt. Nicht wahr, Glut? Du beobachtest hier alles richtig cool? Okay, so, ich mache da mal eine kurze Pause. Ich bin gerade richtig schön schmerzfrei, das ist richtig schön. Oh, das ist so schön, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so, ja, wie, ach man, kann man gar nicht erklären, das ist einfach nur wunderschön. Das tut richtig gut, Junge. Kannst mal glauben, du. So, okay, sehen wir uns gleich nochmal wieder auf jeden Fall. Oh Mann, ist das schön. Ist doch geil, oder? Ein grüner, schöner Teppich. Tja, auch eine coole Idee für Ostern, ne? Okay. Hier nochmal kurz die Erdnüsse zum Vergleich gezeigt. Das ist die, die wir jetzt am Anfang des Filmes hier gesehen haben. Kräftig schönes Grün. Das sieht herrlich aus. Hör mal auf. Das ist just ein Tacken tiefer gehen hier. Schwenken wir mal rüber. Das sind jetzt die anderen beiden, die gekeimt sind. Hier sieht man natürlich einen extremen Unterschied. Hier ist jetzt eine, die ist relativ dunkel, aber gesprenkelt. Ich denke, das kann man sehr schön erkennen. Leicht gesprenkelt das Blatt. Hier ist das Blatt nicht gesprenkelt, aber dafür ist es eher gelblich als grün. Also das mal kurz so mitgenommen. Ne? Also die Erdnüsse scheinen auch alle recht unterschiedlich zu keimen. Obwohl sie hier also im gleichen Substrat stehen. Gedüngt wurden sie bis jetzt noch nicht. Ich warte auch noch ein paar Tage mit, weil sie ja sich durch die Nüsse selber noch momentan ernähren. Die hängen ja noch hier dran, die Nüsschen. Von daher, ja, interessant so mitzunehmen. Also nicht jede Erdnuss wächst gleich aus dem Boden heraus. Da wollte ich euch doch heute einige Updates zeigen und was haben wir gemacht? Wir haben Gras geerntet und ausgesät. Das Weizengras, das ist aber auch wirklich schön. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir haben ja gar nicht reingeguckt, wie das ausschaut. Ich mache es jetzt einfach mal, ich hoffe, dass mir das so gelingt. Ich packe einfach mal hier, ziehe das mal ein bisschen hoch, guck mal, siehst du wohl? Ne? Sieht doch cool aus, oder? Also kräftig durchwurzelt das Ganze auch. Also das hat hier tatsächlich funktioniert. Und nochmal kurz erwähnt, wir haben die Kokoserde nicht aufgedüngt dieses Mal, sondern nur ganz normal mit Wasser angesetzt, aufquellen lassen und dementsprechend dann so verwendet. Das klappt also wunderbar. Und zu der Kokoserde noch ganz kurz erwähnt, wenn ihr die aufquellen lasst, nimmt erst etwas weniger Wasser. Denn in der Regel ist so, die Angaben, die vom Hersteller dort angegeben sind, sind meist zu viel. Das heißt, sowas hinter eine Matsche. Und das ist nicht so schön in der Verarbeitung dementsprechend es weiter zu verwenden in dem Sinne. Von daher erstmal etwas weniger, ungefähr 1/4 weniger nehmen und dann dementsprechend, wenn es notwendig sein sollte, später nochmal etwas nachgeben. Aber in der Regel reicht das vollkommen aus.
So, meine Lieben, das reicht erstmal. Ach, ich finde es so schön, dass ich jetzt mal was gefilmt habe. Ja, hat mir irgendwie gefehlt heute Nacht, weil ich war fast die ganze Nacht wach. Da rennt sie ja echt. Und, naja, was brauche ich nicht erzählen, das kennen wir ja alle schon. So, meine Lieben, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald im Reich der Pflanzen. In dem Sinne, euer Detlef Röhmisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr noch so macht. Ja, das Weizengras ist mega cool. Demnächst werden wir die größeren Schüsseln verwenden, wenn das mit dem Dach mal fertig ist, bei den Meerschweinchen. Damit ich da halt eine größere Menge in dem Sinne in einem Kasten habe, sie sind etwas größer, die Kästen, ist das dann noch etwas einfacher. Denn die fressen eine ganze Menge davon. Und das Stück hier, das haben die jetzt innerhalb von 5 Minuten weggefressen. Ne? Da war das alle. Allerdings sind sie jetzt auch zufrieden und das reicht dann auch erstmal. Dann kriegen sie heute Abend nochmal, oder heute Nachmittag beziehungsweise dann heute Abend den Rest. Und dann gieße ich das Ganze nochmal richtig an, dass schön feucht ist. Und dann lassen wir es weiter wachsen, das Weizengras. Ist eine coole Sache, dass das so einfach ist. Ne? Ja, genauso ne, wie alle anderen Sachen mittlerweile auch. So viel ist so einfach geworden. Ja, schön ist das. So, jetzt aber. Winke, winke. Bis ganz bald. Ne, gut, ich muss auch mal unter das Licht stellen hier. Der stand im Vorraum die ganze Zeit, weil ich wollte ihn eigentlich leer machen, was anderes reinmachen. Und da habe ich vorhin gesehen, oh, der ist aber schnell wieder gewachsen. Okay, lass mal noch ein bisschen wachsen.